Die Ferien sind gerade erst vorbei und schon brauchen wir wieder neue Klassensprecher. Wisst ihr, wen ihr wählen wollt? Nein, ich habe noch keine Ahnung. Du, Xenia? Oh Gott, es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ich glaube, ich stelle mich selbst zur Wahl. Echt? Aber ich weiß, was du meinst. So geht es mir auch. Ich glaube, ich wähle Nino und Sarah, oder? Achtung, Tara, da kommt Tim. Hey, wen wollt ihr wählen? Nicht dich. Wählt gefälligst mich, sonst werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Genau, wählt ihn, sonst blaues Wunder. Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen. Wie geplant wollen wir heute unsere neuen Klassensprecher wählen. Ihr hattet ja alle genug Zeit, um euch Gedanken zu machen. Wer sich zur Wahl stellen möchte, meldet sich jetzt bitte und sagt auch kurz, warum er oder sie gut für dieses Amt ist. Tim? Ich möchte Klassensprecher werden, damit ich über euch alle bestimmen kann. Hier wird so einiges anders laufen. Aha. Wer möchte noch? Nino. Ich möchte Klassensprecher werden, weil ich euch in schwierigen Situationen helfen und unterstützen möchte. Danke, Nino. Sehr gut. Sarah? Ich möchte euch bei der Schulleitung vertreten. Deswegen möchte ich Klassensprecherin werden. Xenia? Ich möchte gerne Klassensprecherin werden, weil ich glaube, dass es eine neue Erfahrung für mich wäre. Gut. Unsere vier Kandidaten zur Klassensprecherwahl stehen fest. Ihr habt jetzt alle eine Stimme. Bitte meldet euch, wenn ich die Namen sage. Gut, das Ergebnis ist eindeutig. Nino und Xenia sind unsere neuen Klassensprecher. Herzlichen Glückwunsch. Bitte arbeitet jetzt in euren Heften. Wir drei gehen kurz raus und besprechen eure neuen Aufgaben. Ja, hallo Frau Neumann, hier ist Frau Schreiber. Ja. Ihr Sohn Tim? Ja. Er hat in der Klasse randaliert, während ich mit zwei anderen Kindern draußen war. Ja, das finde ich auch. Es geht so nicht mehr weiter. Ja. Wir müssen etwas dagegen tun. Okay. Können Sie ihn abholen? Gut, dann sehen wir uns gleich. Ja. Tschüss. Hey, ich möchte mich entschuldigen, dass ich so blöd zu euch war. Ich weiß jetzt, woran das lag. Ach ja? Dein Verhalten ging nämlich gar nicht. Genau. Vielleicht hätten wir dich gewählt, aber nicht nach dieser Drohung. Alle dürfen frei entscheiden, wen sie wählen. Das ist unser Recht. Ich weiß. Ich will mich bessern. Deshalb gehe ich jetzt zu einer Anti-Aggressionstherapie. Das ist gut.